Hallihallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Wings of Liberty auf Brutal, in StarCraft 2 natürlich. Wir sind jetzt auf dem Schiff gelandet und da können wir mit ein paar Leuten reden. Ich glaube, wir haben noch mit niemandem gesprochen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne wieder eine Cutscene sehen, also gehen wir mal hier ins Waffenlager. Mal schauen, was es dort gibt. Hey everybody, our glorious leader has returned. Hey man, what's up, cowboy? What do you got for me, Swan? The usual, building up our standing forces. Bringing my troops and hardware up to speed, huh? Yep, you can add upgrades for their tech right here on the console. But building an army on the run ain't cheap. You brought back credits this time, right? Look, I know money's been tight, but that artifact we just picked up from Marsar is gonna solve everything. Yeah, I've heard that before, brother. It's different this time. Yeah, I heard that one too. Also die ganzen Ausreden, die kennt er schon. Und da würde ich sagen, wir schauen uns mal die Armory-Konsole an. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir einfach zurückgehen, mal alles durchklicken und dann mit der nächsten Mission anfangen. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Hier haben wir eigentlich die ganzen Upgrades. Wir haben, wie im WZK ist schon gesagt, Infanterie und Basiseinheiten, also oder Verstärkung für die Basis, eigentlich Gebäude. Also zum Beispiel hier können wir den Bunker verbessern, plus 1 auf Reichweite des Bunkers und hier hätten wir 2 Slots mehr im Bunker. Sonst hätten wir hier Marines und Medics, die wir verbessern könnten. Beim Medic würden wir kein, Addon mehr brauchen, kein Tech Lab, sondern könnten sogar mit dem anderen Addon 2 gleichzeitig produzieren, was recht nett ist. Und hier hätten wir entweder plus 10%, nicht 10%, plus 10 AP für die Marines oder dass sie Stimpacks nutzen können. Beides eigentlich recht nette Upgrades und ich glaube, wir werden uns auch beide schnappen, nur momentan können wir uns nicht beide leisten, also müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, ich gehe einfach mal mit dem Schild und werde dann aufs Impact gehen. Hört sich vernünftig an. So. Okay, dann haben wir das. Wir haben noch 40 Credits. Können also nicht wirklich viel damit machen. Credits ist eigentlich unsere Währung. Von daher, ja. Wir sind recht arm. Sagen wir es so, wie es ist. Aber jetzt reden wir einfach mal mit Swan. Upgrading what we got is all well and good. But when are we getting new hardware? A lot of gaps in our inventory right now. Sometimes we take a job with some kind of new hardware, and I get a schematic for it so we can make more of them. The plans for other stuff, we gotta either beg, borrow, or steal. Also er hat das gut erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit den Upgrades. Nach jeder Mission kriegen wir mal was Neues, entweder klauen wir es, oder wir besorgen es uns offiziell, oder wie auch immer. Und er schafft es irgendwie, das Ganze, diese ganzen Blaupausen und so, in Massenumfertigung zu setzen. Okay, dann schauen wir, was es auf der Brücke gibt. Das sind unsere Gesprächsoptionen, die werden wir mal alle ausnutzen. Ja, Sir, any chance you'll get the lab up and running soon? That'd be great. Standing around talking to my damn self. One hell of a ship you got here, Jimmy. How'd you get a hold of a floating palace like this? The Hyperion was Menk's flagship back in the day. Me and Matt decided to borrow her when we parted company with him. This old baby's seen us through some tight spots. Speaking of tight spots, Tychus, why are you still wearing that suit on my bridge? Yeah, what'd you bust the zipper or something? Okay, so I might have had a little help when I broke out of prison. Let's just say it came at a price. I get to stay locked up in this suit till I pay off all my debts. And who's collecting those debts? Who sprung you? The Mobius boys, of course. I didn't just run into them in a museum, you know. They want them artifacts something fierce. Your debts better not bite us in the ass, Tychus. Covering for your shenanigans ain't part of the deal. Just how bad is it, Matt? Zerg are attacking all over the sector, sir. Manx pulled the fleet back to protect the Dominion core worlds, leaving the fringe worlds to fend for themselves. It's a nightmare. There's no way we can stop an alien invasion with one capital ship and a handful of volunteers. Best we just stay clear, partner. We can earn ourselves a fortune working for Mobius while this whole thing blows over.
You don't get it, convict. This isn't gonna just blow over. The Zerg won't stop until we're all dead. Don't worry, Matt. We ain't sitting this one out. But we're not exactly in tip-top shape either. We'll earn some cash and build up our forces so we can make a difference when it counts. Ja, gute Pläne. Also wir sehen, wir haben hier mehrere Probleme. Unser Labor, das arbeitet noch nicht. Das wird sich aber später noch ändern. Und wir haben halt die Zerg-Bedrohung auf der einen Seite und wollen den Leuten helfen, haben aber auch auf der anderen Seite irgendwie schlechte Vibes in Richtung hier von Tykes, weil wir wissen nicht, ob wir ihm wirklich trauen können, denn er hat angeblich Schuld bei Möbius, die haben ihn rausgeholt. Naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Gucken wir jetzt kurz mal das Missionsarchiv an. Das sieht so aus in dem Spiel. Erinnert ein bisschen auch an das andere, das wir halt in Heart of the Swarm haben. Sieht aber ein bisschen anders aus und hier auch gleich. Wir können aussuchen, welche Schwierigkeitsstufe und sehen auch, wie schnell wir bei der vorherigen waren. Okay, das heißt, wir können uns jetzt die Karte mal anschauen und uns dann entscheiden, wo wir hinwollen. What's our general status, Matt? We've picked up a distress call from the planet Agria. There's a colony there under attack by the Zerg. Your convict buddy Tykes lined up a mission retrieving another artifact. It's on a Protoss shrine world called Monolith. Nicht so leichte Entscheidung, aber ich glaube, ich werde mit Agria gehen, denn dann haben wir einige interessante neue Einheiten, die wir vielleicht dann auf Monolith gebrauchen könnten. Ja, ich glaube, dass wir das so machen werden. Any ship receiving this transmission. The Zerg are invading Agria. The Dominion abandoned us here. We're just a small farming colony. We've got to evacuate before we're overrun. If you can hear this message, please help us. Okay, dann geht's los. Wir werden hier die Firebats dann als neue Einheit haben. Die sind recht cool. Muss man den lassen. Denn die spielen mit Feuer. Und wir spielen gern mit Feuer. Incoming transmission. Thank you so much for responding to our distress call, Commander. I'm Dr. Ariel Hansen, and I represent the people of the Agria colony. Pleasure to meet you, Doc. You can call me Jim. What's the situation? The Zerg have overwhelmed our planetary defenses. The colony is lost. For the past 12 hours, we've been evacuating people to the nearest starport, but the Zerg attacks have become so intense, we can't get any more through. If you can guard the highway, we can start sending the remaining groups every few minutes. Don't worry, Doc. We'll get your folks through to that starport safe and sound. I pray you're right, Commander. The Zerg are more terrible than I ever imagined. Ach, die armen, bösen Zerglings. Und Zerg allgemein. Naja, das ist eine Escort-Mission quasi und wir werden da schon schaukeln. So schwer sollte die eigentlich nicht werden, sagte der, der dann auf die Schnauze fiel. Wie immer natürlich. Aber ja, das wird schon gehen irgendwie. Aber wunderschöner Ladebildschirm. Aber es ist fertig und wir schauen mal rein. Firebats, cowboy. These suckers have got flamethrowers that'll roast the Zerg, but good. Let's do this. Our allies are being protected. Sehr mächtig gegen Zerglings. Die sind halt empfindlich gegenüber Feuer. Wer hätte das gedacht? Let's get cooking. Thank goodness you're here. I'll give you control of the main building, so you can help us evacuate the colony. Fueled up. So, damit werden wir dann beginnen. Zuerst mal hier ein bisschen, ja, die Wirtschaft ankurbeln und dann werden wir einige Baracken bauen und damit dann Einheiten produzieren. Wir haben am Anfang nur diese drei Gebäude irgendwie. Aber mit einem Pack Lab. Was praktisch ist. We'll need to escort the convoys all the way to the main starport for them to have a chance of escaping this planet. The first convoy from Lark's Crossing will be moving out soon. So, das Ding, das müssen wir dann beschützen. Da sind halt Flüchtlinge drin.
Oh, wir sind geblockt. Schlecht. Roger. Go, go, go. So, das passt dann einigermaßen gut zusammen, weil wir können jetzt eh nicht viel tun. Das nächste muss auf jeden Fall ein Worker raus und dann wahrscheinlich mehr Marines. Vielleicht auch am besten mehr Medics. Wobei zu viele Medics sind auch nicht so gut. Don't stop for anything. Let's roll. So, dann mal schauen. Nebenbei immer schon Worker bauen, die sind am wichtigsten. Supply sollte einigermaßen passen. Someone had the right idea of building bunkers to defend the roads. Why are they empty? The Dominion military abandoned them when the Zerg attacked. They didn't give a damn about the colony. Sorry to hear that, Doc. At least these bunkers are in a good spot. I'll see if we can't get them manned. What's going on? Yeah. You gonna give me orders? Aye, aye, sir. SCV ready. This better be good. Oh, da sind sie. Ja, sorry, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin, aber ich dachte, hier wird vielleicht noch ein bisschen mehr gelabert. Ich glaube, ich werde einfach drüber labern in Zukunft. Ist leichter. Nein, kaputt machen. So, 100 Mineralien noch gekriegt, ist gut. Weil wir wollen unbedingt... Wir brauchen diese Bunker nicht wirklich, weil wir müssten die da reparieren und so viel bringen die nicht wirklich auf... Dingens hier auf... Brutal. Ja, ein Brainlag. So, die sollten auf jeden Fall mal zurückgehen. Und hier mehr von euch. Und wir können auf jeden Fall auch viel mehr Barracks bauen. So, die machen wir sicherheitshalber mal da. Da. It's a long haul to the starport, partner. How can we be expected to guard the whole thing? I reckon we can use a mobile force to keep it clear, or build more bunkers to block the approaches. Either way should work. Genau, wir gehen aber mehr mit Mobil. The next convoy is almost ready to go, Commander. Please alert your men. SCV ready. So, vier Barracks sollten für den Anfang. Oder besser gesagt, bis zum Ende eigentlich reichen. Wir werden doch schnell büßen mit denen, wenn wir nicht genug Arbeiter haben. So, und dann machen wir auf jeden Fall hier einen Reaktor dran. Noch einen Reaktor und hier wird dann wieder ein Tech Lab sein, dann sollte es einigermaßen ausgeglichen sein. Get to the starport, move it! Es werden immer mehr Zergs da sein und wir brauchen unbedingt mehr Einheiten. So, was haben wir da? Die werden auf jeden Fall hier mehr Medics produzieren. Könnte es auch wieder Source bauen. Ah nein, ist nicht so gut. So. Add-on complete. Convoy's in danger. Hit them, boys. Add-on complete. Add-on complete. Dann haben wir noch mehr von denen. Okay, wir haben jetzt die meisten Mineralien, die wir so gebunkert hatten, ja, verschwendet. Nein, natürlich nicht verschwendet. Sondern ausgegeben. You got
Da kommt noch eine Welle. So. Das sieht nach einer gesunden Masse aus, die wir mittlerweile haben. So, und der soll hier auf jeden Fall noch eins bauen. Mach du noch hier eins. So. Und dann mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Medic. Und Feuerbett wäre nicht schlecht. Und jetzt dann den Rest Marines, wenn wir wieder hier an mehr Mineralien kommen. Komm, komm, komm. Aber wir haben sogar genug Arbeiter. Interessant. Können wir dem aufhören? 23? 24? Commander, another convoy will be heading out soon. Oder nein. Medic sollten wir jetzt genug haben. So. Würden sie jetzt gegenseitig fertig machen. Beziehungsweise einer da könnte die ganze Zeit was bauen. So, dann sollte es einigermaßen passen. Nicht vergessen auf die Einheiten. Ein Firebat. Ein Medic. Na komm, komm, komm. Beziehungsweise lassen wir den mal auf 1. Auf 2. Ah. Ah, crap. Keep your shirt on, Sparky. By the numbers, boys. This better be good. So, sobald wir dann diese Welle hinter uns haben, werden wir wahrscheinlich dann ein bisschen erkunden gehen. Weil, wieso nicht? Wir haben voll zwei Firebats da noch zusätzlich. Oh. Die haben sich schlecht aufgeteilt, um ehrlich zu sein. Alle Medics da nach hinten. Das wird knapp. Komm, PD. Ah, crap. Nur wegen den langsamen Medics. Okay. Naja, ein paar kommen durch. Ein Konvoi haben wir aber quasi verloren. Medics haben wir genug. Sieht okay aus. Die sollten durchkommen. Du baust was, du baust was. Oh, da ist eine Basis. Die wollen wir eigentlich nicht attackieren. We just detected Zerg organisms entering the upper atmosphere. I can't give you an exact fix, but they're heading your way. We have another convoy ready to be escorted, Commander. Uh-uh. Of course. Durchlaufen. So. Firebat, Firebat. Und die noch ein paar Marines. This better be good. Wir haben einen Organismus, noch einen zweiten und der letzte müsste hier dann sein. So. Als nächstes machen wir noch zwei Medics. Und wieder ein paar Marines. Unser Kleiner hier, das wird auch ein bisschen mehr arbeiten. Ich glaube, wir verdienen momentan so wenig. Ja. Das ist sogar zu viel. Wir sind Supply blockt. Bleh. So, das müssten genug sein. So, dann machen wir die hier kaputt und dann gehen wir wieder hoch.
Nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit nach vorne gehen. Sonst haben wir wieder das Problem, dass wir unsere Medics zurücklassen oder wie auch immer. Ja, die kommen immer wieder von hinten, von vorne und von überall und überhaupt. Und wieder. Bleibt nicht da hinten stehen, ihr dummen irgendwas. Marines. Ein Marodeur haben wir noch nicht. Kommen dann später. Ein Teil vorne, ein Teil hinten ist eigentlich besser. Die hätten sie auch besser aufteilen können. Da kann ich die wohnen. Das. Ich hätte vielleicht meine Einheiten zurückziehen sollen, statt Banelings zu schreien, aber ja, Banelings. Okay, das müsste dann passen, die sollten sicher sein. Und dann holen wir noch die zweiten. Das zweite Ding hier, da sind wir eh dann auch näher. Und noch ein paar Medics, noch ein paar Marines. So. Ist noch die daneben und als Unterstützung dann, falls wir mehr Einheiten brauchen. Ja. Wieso habe ich diese Brainlegs, falls wir Einheiten brauchen? Sir, I'm picking up seismic disturbances closing in on your position. I think it's some kind of tunnel in Zerg. Wonderful. It's just like him to keep things nice and interesting. Jetzt sollten wir eigentlich genug haben, wobei hier unten war noch gar nicht. Another convoy will be starting out soon. Ich bin mir nicht sicher, was es hier sonst gibt außer den ganzen Dingern, weil wir haben genug DNA gesammelt. Ich dachte, früher war das Ding immer da unten. Hm. Komisch. Komisch. Wie viel von den Firebats haben wir? Wir haben also 16 Stück fast, 15 Stück haben wir. Machen wir also auf jeden Fall noch ein und noch ein machen wir zwei. Du könntest mal wieder was bauen. Nein, nicht hier. Okay, dann hier. Hier oben. Ja, das sind dann eh fast genug. Aber wir sichern jetzt aber noch an. Und dann haben wir eh nichts mehr zum Abbauen. Firebat, Medic. Kann man noch eine Medic reinquetschen? Komm, gut. Okay, dann beschwitzen wir die und dann sollten wir eigentlich so ziemlich fertig sein. Ja. Sonst genug überlebt haben und wir sollten auch das schnell dann durch sein in der Zeit. Die Episodenlänge, die wird auch nicht wahnsinnig länger sein. Ich überlege nur, ob ich dann vielleicht... Nein, wir machen den Story-Part dann in der nächsten Mission wieder. Mach die fertig. Links. Ja, das Ding sollte auf jeden Fall sterben. Macht ihr die noch kaputt? Genau. Das muss ich nicht extra irgendwas sagen oder machen. Die Jungs und Mädels, die schaukeln da schon. Wir können in der Zwischenzeit wieder neue Einheiten produzieren. Machen wir zwei Firebats, weil ich weiß nicht, wie viel ich genau verloren habe. Und mehr kann ich nicht wirklich herstellen, weil wir einiges an Supply verloren haben. Nicht Supply, an Mineralien verloren haben, weil wir können einfach nicht mehr bauen. Ja, kommt ihr Firebats. Schnell nach oben. Schnell nach oben. Schnell nach oben. Go, go. Nein! Die restlichen müssen überleben, es dürfen nicht mehr als 20 sterben. Da oben. Hört euch schon auf, beschützt sie, beschützt die Kolonisten. Okay, soll passen. Weil wir hätten hier noch so ein Ding mal kaputt gemacht werden sollte. Hat das der Bank, sodass die näher rankommen können. Orders received. We've lost the colony, but my people got out alive thanks to you, Commander. Yay, wir haben es geschafft. Mal schauen, was ist unser Score? Wir kriegen 100.000, damit können wir uns auf jeden Fall eigentlich das Upgrade dann kaufen können.
Und wir haben 3 von 5 haben wir durchgebracht, unversehrt. Die letzten 2, die waren, naja. Ich hätte ein bisschen splitten sollen, dann wäre es perfekt gewesen, aber wir müssen diese Mission nur durchschaffen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt auch andere Sachen noch dazu schaffen, weil die meisten Erfolge sind sowieso Schwierigkeitsgrad spezifisch. Wobei man kann sie auf einer höheren Schwierigkeit machen, aber es ist um einiges schwerer. So, weiter gedrückt, Ladebildschirm hier und dann schauen wir mal. Ich bin am Überlegen, ob beim nächsten Mal oder bei diesem Mal, vielleicht mache ich es halb-halb. Also die Story-Elemente. Great job, sir. Dr. Hansen's offered to stay on with us for now, and I think her skills will be invaluable. It's hard to believe I'm even here. Great to have you, Doc. How are you planning on pitching in? Well, your medical facilities are medieval, and your science expertise is non-existent. Perhaps I could start there. Ouch. Well, I guess you might be able to teach Stedman a thing or two. Welcome aboard, Doc. Guess you heard the news by now, Rayner. Looks like you're back in business. That I am, Mr. Hill. And fighting the Zerg and Dominion all at once is gonna take its toll on my standing forces. You got any guns for hire? But you know, the invasion makes it a seller's market right now. Still, your bartender over there makes a hell of a Mai Tai. So, sure, I've got some mercenary contracts you might be interested in. You're all heart, Mr. Hill. So, wir haben jetzt Zugang zu Mercenaries, also zu Söldnern. Und das sind eigentlich stärkere Einheiten. Wir sehen, die Warpicks, die sind automatisch da. Und die haben 65% mehr HP und 35% mehr Schaden als ein normaler Marine. Und insgesamt kommen 4 Stück da auf einmal raus. Dann gibt es einen kleinen Cooldown und dann kann man wieder welche herstellen. Das Ganze geht 3x. 3 Squads kann man haben. Und dann gibt es noch die Devil Dogs. Das wären 2 Elite Firebats. Auch wieder hier 60% mehr HP und 25% mehr Schaden. Diesmal aber nur 2 Squads. Eigentlich recht gut, 25.000 ist nicht wirklich viel. Kaufen wir dieses Gebäude da unten, das ihr seht in dem Video, das ist auch dieses Söldner-Gebäude, das Söldner produziert. Ich bin mir nicht sicher, ob man später selber auch bauen kann, aber am Anfang jeder Mission steht er schon da und der Cooldown, der ist schon am Laufen. Das heißt, ihr könnt nicht in der ersten Sekunde gleich hier mit Söldnern trumpfen, das geht nicht. Aber gut. Dann hätten wir die da. Und die restlichen Story-Elemente werden wir dann einfach in der nächsten Episode durchhaben, denn wir sind fast schon bei 30 Minuten angelangt von der Serienlänge. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal in StarCraft 2 und damit Wings of Liberty Brutal Kampagne. Bis dann.